Vor Weihnachten, das muss so sein, da sollt man beichten gau, denn jeder, wurscht ob Frau, ob Mann, tut was am Körperholz hau. Man ist halt manchmal narrt gewesen, ein Flucher rutscht einem raus, oi liegt dann noch zwischenein und bscheißet sich a graus. Drum wäre a Beicht jetzt angebracht, Hochwürden wartet drauf, dann geht man halt im Beichtstuhl rein, macht Sünde Säckle auf. Der Pfarrer hat es furchtbar dick, wenn euch so stottern tut. Vorbereitet hat man sei, dann geht's nochmal so gut. Drum hat er dann ein Eifer gehabt. So ging das richtig flott. A Bibel gibt's in jedem Haus, in der man lesen soll. Im Evangelium steht da drauf, bei Markus 17, der bis Stau, und dass es jeder lesen muss, da däb's ums Liege gau. Am nächsten Sonntag ist dann Beicht und Kirche füllt sich gleich, Hochwürden freut sich drauf, weil jeder vorbereitet sei. Er tut dann alle Leute begrüßen, schön, dass dir heute gekommen sind, wir knien alle vor dem Herrn und faltet eisere Hände. Wer hat's gelesen? Fragt er gleich. Markus 17, ist das Geschirr? Von vorn bis hinten ganz alle Hände bolzen grad in Terche. Dir Pharisäer, schimpft er gleich, dir liegt ja vor Gott, weil's bei Markus in der Bibel grad bloß bis Kapitel 16 geht. Zwei Spinner treffen sich einmal, dob an der Stubesdecke, die oi, die ist sauracke dürr, die ander fett wie Zecke. Ja, sag mal, seht dann dir fett, wie siehst denn du heut aus? Bei dir da stand er überall, ja bloß noch Knochen raus. Ich hau einen schlechten Platz erwischt, des isch ich zum Vertragen. A Hausfrau führt beis Regiment, die tut mi bloß noch jagen. Die hat der Besen in der Hand, von früh bis spät in die Nacht. Wenn die mi einmal laufen sieht, na wird der Hetzjagd gemacht. Vom Stubenwinkel muss ich raus, bis auf der Kachelofen. Na kommt sie mit dem Besen her und ich muss schon mehr laufen. Sogar im Christbaum hast keine Ruhe, hat grad ein Netzler gesponnen. Mit dem Staubsauger kommt sie daher, ich bin er knapp verdronnen. Ins Krippele bin ich dann nei, beim Josef unter der Hut. Natürlich hat sie mich entdeckt, der Einfall war ich gut. Wo sie der Josef rausgeholt hat, da bin ich auf und fort, hab's grad noch hinter der Kaste geschafft, ich kann ihm, lieber Gott. So ist es doch kein Leben mehr. Mir tut's jetzt langsam stinken, drum sieh ich gar so elend aus, am liebsten tät ma henker. Doch sag mal, wie ist bei dir? Warum bist du so fett? Hast du in deiner Stube denn kei Hausfrau hinter det? Die Spinne fangt's verzellen an. Sie hebt auch ihre Tricks mit Hetzjagd durch das ganze Haus. Da ging bei ihr frei nix. Ins Weihwasserkächerle, so seht's er nau, da flackt sie gemütlich gleich, da langet wirklich das ganze Jahr bei eis kein Mensch in nei.